Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch von der Firma Kobi die RMS Titanic Executive Edition mit der Nummer 1928 vor. Ja, da steht sie. Die RMS Titanic Executive Edition Maßstab 1 zu 450. 960 Teile hat das Modell und der Listenpreis liegt bei 69,99 Euro. Das ist das, was Kobi dafür haben möchte, beziehungsweise das Kobi als Preis empfiehlt. Ja, die RMS Titanic ist ein schöner Maßstab, Maßstab 1 zu 450, finde ich, weil es ist nicht zu groß. Wir haben jetzt hier nichtsdestotrotz eine Gesamtlänge von 64 cm und eine Höhe von 19 cm. Die 19 cm ergeben sich aber auch aus dem Displayständer. Breite waren, glaube ich, 6,4 irgendwas Zentimeter. Oh, kommt hin. 6,4 mit dem Fuß. Der Fuß hat eine Gesamtbreite von 8 cm. Ich sehe gerade, hier sind Steine nicht ganz fest. So, also der Fuß 8 cm breit. Das Schiff 6,4 cm breit. Und ergibt ein schönes Gesamtbild bei den kleineren Modellen. Es gab ja schon mal eine 1914A als Modell. Die ist nicht ganz so formschön. Durch neue Formteile für den Bug haben sie da natürlich jetzt was Besseres hinbekommen, finde ich persönlich. Einige Sachen sind ein bisschen tricky, weil man kann zwei Ausfertigungen bauen bei dem Modell. Zum einen die Standard-Edition, die es zu einem günstigeren Preis gibt, wo ich aber der Meinung bin, möchte ich nicht irgendwie zum Verkauf anbieten. Ich finde die Executive optisch wesentlich schöner, weil man bekommt den Fuß mit dazu. Die Standard-Edition hat Räder. Naja gut, ist halt ein Wasserlinienmodell. Das ist ein Rumpfmodell. Hier hat man den gesamten Rumpf mit dabei. Hinten die drei Propeller. Propeller? Heißt das nicht Propeller? Schiffsschrauben. Propeller. Propeller haben die Flugzeuge. Schiffsschrauben sind es. Die Schiffsschrauben. Die vier Schornsteine, von denen ja immer nur drei funktionieren, zeigen sie hier optisch ja auch sehr schön. Ne? Der vierte, der qualmt nicht. Die wurde ja als Vorratslager oder so benutzt. Das waren die Informationen, die ich irgendwo mal immer wieder bekommen habe. Das Schöne ist, das Modell ist komplett bedruckt. Es sind keine Aufkleber mit dabei. Ich habe mich selbst davon überzeugt. Also alles, was ihr hier seht, ist tatsächlich Druck. Was dem Schiff ein bisschen fehlt, ist natürlich diese Goldkante, ne? Diese Verzierungskante. Das ist jetzt hier nicht mit dabei. Das ist auch nicht angedruckt worden. Aber es ist hier vorne die Schiffsbezeichnung Titanic bedruckt. Es sind richtige Anker mit dabei. Die sind etwas tricky zu handeln, aber das ist auch machbar. Hier hinten ist auch nochmal Titanic mit aufgedruckt und die ganzen Fenster, die hier drauf sind, sind auch alles Drucke. Ebenso wie die Beflaggung. Das ist schief, das muss gerade, so ist schöner. Und dann natürlich auch die schwarze Plate vom Sockel. Ergibt im Großen und Ganzen ein schönes Displaymodell, finde ich. Das Bauen hat mir Kobi-typisch Spaß gemacht, weil man fängt an, die Standard-Edition zu bauen. Da bleiben dann ein paar rote Teile nachher über oder ein paar, also diese Teile, die hier drin sind. Ich glaube, es sind zwei, drei Ersatzteile. Ja, genau, zwei Bügelperlen sind übrig geblieben, plus der Applikator dafür. Und noch ein anderes Element. Ne, Entschuldigung, es sind drei Bügelperlen übrig geblieben. Oder gehört das mit zu dem einen Teil? Das kann natürlich auch sein. Wie auch immer, jedenfalls, man demontiert unter dem Schiff ein paar Teile und setzt dann die Executive-Version unten drunter. Zeige ich euch in der Anleitung. Finde ich optisch eigentlich, finde ich technisch eigentlich cool gemacht, weil man baut halt erstmal die Wasserlinien-Version, kann sich dann überlegen, ja, möchte man es vielleicht auf transparent blaue Platten draufstellen, das Schiff. Unten drunter noch so ein bisschen Wasserlandschaft oder einen kleinen Eisberg. Ne? Oben klein, unten groß, der dann halt das Schiff aufreißen soll. Im Großen und Ganzen ist das aber auch ein schönes, stabiles Modell.
Ja, ein bisschen tricky war es, als ich es jetzt hierher geliefert, hierher transportiert habe. Da ist das eine oder andere abgebröselt. Sind halt die Kleinteile, die dann abgehen oder die, ne, das Bespannen hier in diesem Fall. Das hat aber auch ganz gut geklappt. Das hier will nicht ganz so, wie ich das möchte. So, danke. Das ist so ein Wachsfaden, mal ein Wachsband. Ist auch wieder, kann man ganz gut handeln, kann man ganz gut machen, das Ganze. Von daher passt das schon ganz gut. Und wie gesagt, das sind alles Drucke, das sind alles Plates mit Drucken an den Seiten. Ich möchte nicht wissen, was das für ein Aufwand ist. Das alles, das wird ja nicht automatisch bedruckt, das wird ja alles händisch bedruckt. Zumindest waren das die letzten Informationen, die ich habe. Auch hier vorne, ne, die bei der Brücke und auch hier unten in dem Bereich, das sind alles Drucke. Und wenn man die Platten hier drauf aufsetzt, muss man dann auch richtig gucken, welche Platte wohin gehört, weil die Drucke sind unterschiedlich. Also das von der Ebene ist anders als von dieser Ebene und die Platten sind beide gleich groß. Da muss man dann schauen, wie die Abstände zu den Fenstern sind, oder von den Fenstern sind, und dann muss man die Platte entsprechend richtig raussuchen und draufsetzen. Ja, so viel zum Modell an sich. Ich würde jetzt sagen, ich gehe wieder mal ins Detail, zeige euch die Anleitung, zeigt euch auch nochmal diesen Übergang von Standard-Edition zu Executive-Edition. Und letztendlich wird dieses Modell mein aktuelles Vitrinenmodell, nämlich die 1914A, einmal schön brav ersetzen. Er gibt einen schönen Blick nach außen und ja, darf sich dann der neuen Dinge erfreuen. Okay, in diesem Sinne, bis gleich. Ja, da ist der Kahn nochmal aus einer anderen Perspektive. Kahn, Entschuldigung. Da ist die RMS Titanic nochmal aus einer anderen Perspektive. Ihr seht schon, es wird eng. Also ich kriege sie so schon nicht ganz drauf. Aber nichtsdestotrotz, sie darf da oben stehen bleiben. Dann kann ich euch die Anleitung zeigen. Ja. Dicker Band. Wir haben insgesamt, Moment, 205 Bauschritte. Und ich glaube, drei Bauabschnitte und in drei Bauabschnitte unterteilt. Am Ende habt ihr die entsprechende Teileliste. Hier sind nochmal so das, was aktuell teilweise verfügbar ist bei Kobi. Die Schiffe, die momentan nicht mehr verfügbar sind von Kobi. Und hier seht ihr das. Also, man fängt mit der Standardedition an, baut 1 bis 6, 1 bis 146 und baut dann von 147 bis 205 die Executive Edition. Also das ist dann nochmal ein eigener Bauabschnitt. Tüte 1 geht's los. Hier nochmal so diese Beachtung, welche Steine wie wo, welche Slope-Formate. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und so geht's, so zieht sich das dann in der Anleitung durch. Ihr kennt das vielleicht schon. Und wenn nicht, immer das, was gebaut wird, wird deutlich dargestellt. Das, was bisher gebaut worden ist, wird blass dargestellt. Man muss ein bisschen aufpassen, vor allem wenn Weiß mit ins Spiel kommt, wo dann was wie hinkommt. Dann vielleicht mal einen Gang runterschalten beim Bauen. Ansonsten lässt sich das Ganze wirklich wunderbar bauen. Hier seht ihr dann auch die bedruckten Teile. Sucht sie euch vorher raus. Wenn ihr feststellt, okay, da kommen bedruckte Teile, schaut, wo die Sachen sind. Weil manchmal hat man eine andere 1x4-Plate oder so. Hier zum Beispiel. Die wird verbaut und dann kommt eine mit dem Druck. Also immer schön darauf achten, das ist besonders wichtig. Ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwer erzählt hat oder nicht. Bauabschnitt 2 befasst sich dann halt mit dem vorderen Teil, also mit dem Bug des Schiffes und macht aus der ganzen Geschichte dann tatsächlich bis 146, hatte ich gesagt, ne? Genau, da die 146, 145 kommt die Bespannung und die 146, da kommen die Räder drunter. Ja, klingt komisch, ist aber tatsächlich so. Bauabschnitt 3 kommt die Executive Edition. Das ist das Modell, was jetzt letztendlich dort steht. Finde ich optisch immer noch am gelungensten aus in dem kleinen Maßstab. Und für den Preis kann man sich die auch wunderbar zu Hause in die Vitrine stellen. Hier sieht man dann, ne, der untere Teil wird zusammengebaut, sodass man den restlichen Rumpf dann da einmal fertig hat. Dann muss man ein paar Teile demontieren, das was ich gesagt hatte. Ne, das ist das, was da in dieser Tüte hier noch übrig ist. Das sind die entnommenen Teile. Und dann steckt man den Unterboden drauf, also den Rumpf. Baut noch was an der Ruderanlage und die Schiffsschrauben werden dann halt nochmal
Hier waren sie ja schon befestigt, aber dann die Schiffsschraube in der Mitte, die wird dann da nochmal wurde da nochmal angepasst. Und letztendlich von 193 bis 205, hatte ich gesagt, genau, bis 205 ist dann noch der Sockel dran. Und dann ist das das Modell. Ich finde es gelungen. Geschmäcker sind verschieden. Ja, es sind einige größere Formteile, wie hier vorne diese drei Elemente, die verbaut werden. Kann man mögen, muss man nicht, könnte man bauen. Und vor allem auch mit Kobis Möglichkeiten aufgrund der unterschiedlichen Slopes wäre da mit Sicherheit auch was möglich gewesen. Ich finde es aber in diesem Preissegment okay, mit Formteilen zu arbeiten, vor allem mit solchen größeren Elementen. Kann man das mal machen? Vor allem dafür, dass es halt so verschiedene Versionen dann halt auch wieder sind aus dieser einen Version. Ja. Bleibt noch zu sagen, ne, das Set ist ab 8 Jahre und alle Normen sind erfüllt. Kubi ist ein polnischer Hersteller, also made in EU. Die produzieren auch alles in Polen direkt. Gibt nichts aus China von denen bis dato. Also von daher ist es, denke ich mal, auch preislich. Die ewige Diskussion, ich lasse es lieber. Okay, ich komme nochmal vor die Kamera und dann kommt Schlusswort. Ja, kommen wir zum Schlusswort. Was bleibt mir noch zu sagen, außer mir hat das Bauen Spaß gemacht. Der Maßstab 1 zu 450 finde ich ganz angenehm. Es passt wunderbar in kleinere Vitrinen rein und wer sich die große 200 € Titanic nicht leisten möchte, leisten kann, ist, denke ich mal, mit dieser Alternative in der Größe auch ganz gut aufgehoben. 960 Teile verbauen sich da sehr gut. Man kann sich's aussuchen, entweder Wasserlinienmodell oder Rumpfmodell. Ich persönlich bevorzuge das Rumpfmodell in diesem Fall tatsächlich auch. Und ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann bitte den Abo-Button drücken und die Glocke nicht vergessen, damit ihr über aktuelle Neuigkeiten immer direkt informiert werdet. Und zu guter Letzt, wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich versuche das so gut wie es geht zu beantworten, wenn es dort Fragen sind in diesem Fall. Und denkt dran, jede Aktion hilft dem Algorithmus, mich besser zu finden. Und dann tauche ich auch häufiger mal weiter oben auf. Ist für mich besonders wichtig. Nichtsdestotrotz, Listenpreis 69,99. Verkaufspreis bei mir im Laden und im Online-Shop roundabout 63, 64 €. 63, 90, 64 € sind es roundabout. Denke ich mal, das ist ein ganz guter Kurs für dieses Bootsmodell. So, nicht das 90 da. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute stelle ich euch die Hermes Titanic vor. Nochmal. Warum? Egal, später.